Hallo zusammen und willkommen zu den härtesten Filmen, die ich gesehen habe. Oder sagen wir es lieber mal so, Filme, bei denen ich ein richtiges Unbehagen hatte, ein unwohles Gefühl, wo mir der Bauch wehgetan hat, wo ich die Augen zusammengekniffen habe, wo ich einfach nicht mit klarkam. Ja, es sind 7 an der Zahl plus ein Bonusfilm am Ende. Die haben ja am Anfang jetzt teilweise gar nicht mehr. Teilweise machen die mir gar nichts mehr aus, aber bei der Erstsichtung war das schon so, boah, das ist harter Tobak, ja. Und die möchte ich euch mal vorstellen. Natürlich, jeder hat ein anderes Empfinden. Es gibt Leute, die sagen, hey, Alter, was du da guckst, ist ja Kinderkram, ja. Wie kann dir da irgendwie was wehtun? Ja, aber es ist nun mal so, jeder hat ein anderes Empfinden, jeder findet andere Sachen. Ich habe Filme hier, wo Leute sagen, Alter, wie kannst du dir das angucken? Nee, daran will ich noch gar nicht mal denken. Und ich kann da nebenbei essen. Ja. Ja, ist halt so. So, anfangen wollen wir mit American Guinea Pig, Bouquet of Guts and Gore. Ja, den habe ich ja noch gar nicht so lange in der Sammlung. Ich glaube jetzt 2 Jahre oder 1,5 oder sowas. Das Ding, es geht darum, ja, dass drei Leute filmen, die legen hier 2 Frauen auf den Tisch und nehmen die auseinander. Ja, das dauert 73 Minuten, dann sind die 2 Frauen auseinandergenommen worden. Punkt. Ja, und es ist alles in so einer Kamera, so eine kleine Kamera gefilmt wie Handy hier, nur in schlechterer Bildqualität, und dann sieht das schon verdammt echt aus. Und da hatte ich schon ab und zu so ein komisches Gefühl. Und gerade das Ende, da habe ich gemerkt, wenn die das jetzt machen, also wer den Film kennt und das Ende, ja, habe ich gemerkt, wenn die das jetzt machen, hey, und dann war der Film aber zu Ende und ist gut, dann war das auch gut. Jetzt, heutzutage, ja, Kinder-Pipi-Kram, aber fürs erste Mal war der schon derbe, ja. So. Dann gehen wir auch gleich zum zweiten über, den ich hier nicht in die Kamera halte. Den machen wir jetzt schon. Den machen wir jetzt schon. Und zwar den Serben. Ich bin kein Fan vom Serben. Also es geht hier, wo ich echt mit dem Kopf zu tun hatte. Der Magen hat ein bisschen gekrummelt. Der Kopf, da hat es gespielt. Und zwar geht es um die Szene mit dem Neugeborenen, ja, in dem ein Neugeborenes missbraucht wird, ja. Das war mir zu viel. Und ich ich mag den Film nicht. Ich hasse den Film. Ich finde ihn, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ja, viele lieben ihn, viele hassen ihn. Und man kann ihn auch nur lieben oder hassen. Das ging mir aber zu weit, ja, da ging es mir gar nicht gut, deshalb wandert er auch nicht in meine Sammlung. Vor allem auch, weil ich den bis zu dieser Szene, fand ich den total langweilig. Ja. Also ich fand den Film, war nichts Neues, ich fand den total langweilig. Dann kam diese Szene und dann hat es wehgetan und da habe ich gedacht, nee. Sowas unterstützt du nicht. Ja? Und das ist auch ein Film, den ich illegal gestreamt hatte, wo ich auch offen zugebe, und da bin ich auch froh drum, dass ich da kein Geld reingesteckt habe. Punkt aus. Ja? So, machen wir mal weiter. Mit einem Film, der mir auch damals und auch heute, ja, aber damals sehr, sehr an die Nieren ging, ja. Und zwar The Last House on the Left, hier das Remake, also das zweite Remake, hier im Extended Cut, nur Schweizer Fassung.
Ja, auch hier die Vergewaltigung. Boah, das war so gut gespielt, das hat mir richtig wehgetan. Ja, auch bei der Zweitsichtung, wie ich den jetzt vor kurzem mal gesehen hatte. Ja, doch, das nimmt einen doch schon mit. Ja, es gibt natürlich Härteres. Ja, jetzt auch vielleicht noch mal kurz zum Film. Da geht es darum, dass hier diese vier, ein Mädchen oder sind es zwei? Zwei, ja. Eins tun sie auf jeden Fall vergewaltigen und sie denken, dass sie die auch getötet haben. Dann gehen sie weiter, wollen sich, weil es regnet und alles, in ein Haus sich irgendwie Unterschlupf. Ja, ja, dann klingeln sie, die zwei Leute machen die Tür auf und die wissen nicht, dass das die Eltern von der Tochter da sind. Ja, und dann kommt die Tochter rein, dann kommt es irgendwie raus und die Eltern rächen sich, Punkt aus. Ja, und ja, die Vergewaltigung fand ich schon sehr, sehr hart. Und ansonsten ist der auch recht brutal. So, und dann gehen wir auch schon weiter mit der nächsten Vergewaltigung, die ich noch ein Ticken härter fand. I Spit on Your Grave, das Remake mit Sarah Butler. Boah, ich habe den damals gesehen, als der rauskam, und ich habe den Film gehasst. Ja, also die Vergewaltigung ging mir böse an die Nieren, aber richtig böse. Ich habe gesagt, so einen Scheiß gucke ich mir nicht mehr an. Boah, ich fand den übelst, übelst, ja. Auch hier nochmal zur Story irgendwas. Es geht darum, dass sie irgendwie, sie ist so Schriftstellerin, geht in ein Haus am See und dort wird sie halt überfallen von den Einheimischen dort und wird vergewaltigt und sie rächt sich dann, Punkt aus, ja. Ja, dann hab ich den Film später nochmal mit meiner Freundin geschaut und fand ihn jetzt gar nicht mehr so schlimm und finde ihn mittlerweile auch sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Aber das erste Mal war wirklich, boah, derber Scheiß. So, jetzt muss ich mal kurz auf mein Zettelchen gucken, ob wir hier irgendeinen Film noch haben, den ich nicht in der Sammlung habe. Ja. Jo, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Machen wir hier weiter. Und zwar ein Film von Marian Dora. Vielleicht, da gibt es ja vieles. Da gibt es vieles. Ich kenne nicht alle von Marian Dora, aber der hier. Cannibal aus dem Tagebuch des Kannibalen. Erzählt die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg, Armin. Ihr wisst schon, ja? Und ich muss sagen, das hier ist nur die Tat. Ja, da gibt es ja noch Rothenburg, das, glaube ich, das Ganze drumherum erzählt. Und das erzählt nur die Tat. Es wird explizit drauf, es wird komplett draufgehalten. Und wie ich den das erste Mal, das zweite Mal und auch das dritte Mal gesehen habe, boah, ja, das geht schon in den Magen, ja. Das hat nicht wehgetan, aber da war so ein Magengrummeln da drin, ja. Und deshalb habe ich den auch noch hier in der DVD, weil ich den wirklich, ich weiß nicht, wie er auf Blu-ray wirkt. Ich werde ihn mir vielleicht auch irgendwann mal auf Blu-ray holen, aber auf DVD dieses dreckige, dieses unschöne Bild, ja, dieses verwaschene, dieses nicht, also nicht dieses klinische, ja, das passt da direkt dazu. Und ehrlich, ekelhaft. Dieser Film ist ekelhaft. Ja. Also wenn ihr was Ekliges wollt. Ihr wisst Bescheid. So, oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zum nächsten. Eden Lake. Eden Lake ist ein Film.
Es geht um hier mit Kelly Reilly und Michael Fassbender. Die machen irgendwie, was machen die denn? Irgendein romantisches Wochenende, genau. Und dann kommen da so ein paar Teenies und terrorisieren die. Dieser Film, ja, macht aggressiv. Ich schaue den sehr, 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 sehr selten. Ja, es ist kein Grummeln im Magen. Es ist, du musst nicht die Augen zusammenpetzen. Du kriegst Wut. Du kriegst richtige Wut. Du wirst aggressiv bei diesem Film. Du möchtest rausgehen und irgendjemandem auf die Fresse hauen. Aber derbe, ja. Das löst dieser Film in mir aus. Ja, diese Jugendlichen, wie die da mit denen umgehen, was für Rotzbengel. Ja, du möchtest einfach mit dem Basie druff kloppen. Ja, du möchtest in den Fernseher springen und möchtest druff kloppen. Dieser Film macht mich aggressiv und deshalb landet er so gut wie nie im Player, weil er ist gut, er ist sehr gut. Das ist ein richtig guter Film. Und die ganzen Schauspieler, die Teenies und so, die machen ihre Sache ja gut. Sonst würde ja, sonst würden ja gar nicht die Emotionen hochkochen. Ja? Aber wenn ich mal so hier durchblätter, ach, was guckst du denn jetzt? Und dann sehe ich hier Eden Lake, dann kriege ich schon Wut. Dann kriege ich schon so eine Wut, ja, dass ich den gar nicht erst einlege, weil ich weiß, danach will ich raus. Mache ich natürlich nicht, ja. Ich bin ein lieber Kerl und alles, ja, aber ich krieg da richtig Wut. Ich denke da immer noch drüber nach. Das ist nichts. Nee. Schnell weg, ja. So, und jetzt kommen wir zu einem Film, den ich angeschaut habe. Und ich gar nicht so gut fand. Karzinoma. Aber es geht nicht um Karzinoma, es geht auch um den Kurzfilm, der da drauf ist. Den Karzinoma fand ich, oh, ja, hat mich persönlich jetzt, hat er mir nichts gegeben, aber hier ist der Film drauf, Opus Hominis 2. Das ist ein, kann man da Dokumentarfilm sagen? Ich weiß es nicht. Es geht darum, wie das Schwein zur Wurst wird. Ja? Wie wird das Schwein zur Wurst? Und es wird draufgehalten. Ich weiß nicht, wie lange der Film dauert, aber er zieht sich derbe. Ja? Er zieht sich derbe. Du hörst nur noch das Quieken der Schweine. Du siehst diese Bilder und weißt gar nicht, was da gerade passiert. Es ist, also ich habe danach, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie so da gehockt und musste damit erstmal klarkommen. Ja? Da ist da oben im Kopf so viel, was sich dreht, was sich, ja, da arbeitet das. Es arbeitet im Kopf. Und du hast die ganze Zeit dieses Quieken der Schweine im Kopf. Also ich fand das derbe, derbe. Ja, ich habe ja schon einiges gesehen. Ja, wir wohnen hier auf dem Dorf. Ja, und Hühnerschlachten, Hasenschlachten, Taubenschlachten habe ich alles schon gesehen. Nicht selber gemacht. Ja, aber das ist hier. Auch gerade früher, wie der Opa noch gelebt hat, da war das regelmäßig, ja. Da wurde regelmäßig geschlachtet, ja. Und da habe ich auch als kleiner Bub dazu geguckt, ja. Das hat mir, das macht mir nichts. Aber da irgendwie dieser Film mit den Schweinen, das war böse, ja. Und dann wieder dann am Ende dann die Metzgerei siehst und dann überlegst du erstmal, dass du vielleicht ein bisschen nachhaltiger mit deinem Essen umgehen solltest, weil das alles mal gelebt hat. Ja, also kauf weniger ein, verbrauch's noch mal, iss es noch mal, wärm's noch mal auf, mach dies, mach das draus, aber schmeiß es nicht weg. Ja, das ist
so das Statement am Ende, denke ich mir mal, ja, aber richtig harter, harter Tobak. So, dann sind wir auch schon am Ende und jetzt kommen wir zum Bonusfilm, auf den ihr lange gewartet habt, auf das Härteste, was ich je gesehen habe, was eher Spaß ist, wird für euch Spaß sein. Für mich ist es mit das Härteste, was ich gesehen habe. Tut mir leid. Also, es geht um E.T., der Außerirdische. Ja, E.T. kennt ihr, E.T. liebt ihr, ja, oder auch nicht, ja, für mich ist es ein richtiges Trauma. Ja, ich habe E.T., wurde mir nie aufgezwungen, lief aber früher zumindest immer so an Weihnachten, Silvester rum. Ich weiß nicht genau wann. Und da habe ich den, lief der im Fernsehen, ja, bei den Eltern und weil wir ja eh alle zusammen waren, da habe ich mich dann immer unter den Tisch verkrochen. Aber ich habe immer zugesehen, ich habe immer zugesehen. Aber bis ins hohe Alter, bis, oh, lasst mich lügen, ich, bis zum 30. Lebensjahr regelmäßig Albträume, teilweise sogar Panik, wenn ich den gesehen habe. Ja, also wenn er mal im Fernsehen lief oder wenn ein Videoclip hier auf YouTube oder so mal lief, wo der mal nur so ein Bild gezeigt wurde, da war schon, da lief die Pumpe, ja. Also richtiges Trauma, ist so, ja. Heutzutage kann ich damit umgehen, ja. Ich habe mir dann noch später mal diesen Director's Cut angeguckt, einfach weil ich, das ist es ja, ich bin Filmfan und ach, da kommt was Neues, muss ich mir angucken, auch wenn es das Schlimmste ist, was ich mir je antue. Ja, das ist so mein wirklich schlimmster Film, den ich mir auch, na, ich könnte mir heutzutage angucken, glaube ich schon. Aber wenn es nicht sein muss, schaue ich den mir nie wieder an. Da habe ich einen Schaden. Also deshalb, das ist auch sowas. Kinder können nicht alles gucken. Schaut, was Kinder gucken können, denn sie können wirklich mal einen Schaden davon abkriegen. Ja? Auch wenn der Film für Kinder geeignet ist, kann es sein, dass das Kind es nicht verträgt. Ja? Deshalb schaut da bitte nach. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Dass ich von einem Kinderfilm eigentlich Panik bekomme, Angst bekomme. Na, Angst ist es damals. Jetzt ist es keine Angst mehr. Panik teilweise. Ja? Aber es ist schon besser geworden. Wird ja auch bald 40 in ein paar Jährchen, ja. Da sollte man ja auch die Angst ablegen. Ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch auch ein paar härtere Filme vielleicht nahegebracht, die ihr euch mal anschauen könnt. Natürlich gibt es viele, viele, viele härtere Filme, brutalere vor allem. Es gibt einen Haufen brutalere Filme. Aber hier geht es ja um die Filme, die mir persönlich was in mir gemacht haben. Und ja, das sind das die 8 Filme. Und sonst, nee. Wenn ihr harte Filme habt, ja, wo ihr sagt, hey, der könnte dir noch nahe gehen, dann schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Aber ich habe schon viel gesehen. Ich habe auch viel hier, ja, wo sich jeder irgendwie in die Hose scheißt oder sowas, ja. Nein, Spaß. Also, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr meine Auswahl? Naja, es ist keine Auswahl. Es sind die einzigen Filme,
die was mit mir gemacht haben. Aber gibt es Filme, die euch so ein unwohles Gefühl bereiten, wenn ihr sie seht oder damals gesehen habt? Oder ja, kennt ihr noch Filme, die mir ein unwohles Gefühl bereiten können? Wenn ja, ab in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, euer Timo.